Guck, morgen. Jungs und andere, die wegen Manatee die AfD wählen. Konkurrenz vernichtet. Was gibt einem Mann Macht? Geld, dicke Eier, Hose, fette Autos, Nacktbilder von einem Politiker, Kontakt zu Obama, der immer noch meinen Sohn hat? Nein. Es ist ein Türke, der auf Grand AP Rechte hat, die wir bodenlos ausnutzen werden. Also Leute, Like, Abo nicht vergessen und natürlich Like, Abo nicht vergessen, kommentieren. Like, Abo nicht vergessen, Jungs. Und natürlich Like, Abo nicht vergessen und... Henry! Türke! Es ist eine ganz einfache, normale Aufnahme wieder. Mit meinem besten Freund, mit meinem persönlichen Lover, für den ich ein bisschen gay geworden bin. Manity! Junge, du hast schon leichte autistische Vibes, ich sag dir ehrlich, das ist schon lustig. Hätte ich meinen Autismus damals nicht mit 13 kreiert, Digga, was aus mir heute geworden ist. Ich wäre wahrscheinlich so ein Müllmann. Boah, meine Hand hat gerade gezittert. Meine Hand zittert auch jeden Abend. Warum? Masturbieren. Was zum F*** ist passiert? Ey, wo bist du? Ich bin noch da, ich bin noch im Auto. Hä, was ist passiert? Du bist einfach weg gewesen und ich wurde befördert. Bist du noch im Auto drin? Ja. Bist du ausgestiegen? Ich dachte, du wirst weggepäht. Oh. Digga, what the fuck? Nein, fahr los. Oh, okay. Fahr weiter, scheiß drauf. Oh, okay. Ich weiß nicht, was abgeht. Bin tot. Nein! Sie haben meinen Papa mit einem Tee umgebracht. Junge, es kann nicht sein, dass die mich jedes Mal töten, Digga. Egal, geh einfach in den Strandmarkt rein. Ich komm hier. Junge, Digga, die haben mich gefinisht. Das sind solche Schwitzer in Grane, für Hilfe. Howdy! Wie sind Sie da hochgekommen? Ganz einfach. Ich hab mich hochgepittet. Wissen Sie, Sie stehen ein bisschen unpraktisch. Können Sie da wegfahren? Ich möchte zu Pizza Cola. Der Laden hat momentan zu. Absolut geil. Ich hab einen Rentner gefunden. Keine Sorge, ich habe ihn im Auge. Alles klar? Er braucht immer ein bisschen, dann gib mir einen Moment. Wissen schon, dass ich hier nicht stehen dürfen. Sir? Ja, da ist er die Treppen runtergefallen. Das passiert mit alten Menschen des Öfteren, ja? Das ist verboten. Muss reden. Warte, ist verboten. Du darfst da nicht parken. Dem erzählen, der den da hochgeschossen hat. Siehst du jetzt erstmal bitte mal deine Maske ab. Und sag mal deiner Frau mir runter, dass sie die Fresse halten soll. Soll mal anfangen zu blasen. Fresse, sonst kannst du hier deinen Kollegen mal einblasen. Oh, howdy ho, Typ, komm mal ein bisschen runter, ja. Du kommst jetzt in den Knast, du. Du brauchst dich so an, als ob du unter der Maske keine Zähne Wieso? Hast. Wieso, bückt er sich nicht weit genug, oder was? Also, Kollege, Sie wissen aber schon, dass das aber an sich kein Parkplatz ist. Also, so geht das bei uns nicht auf diesen Start. Da haben Sie sich den falschen Start ausgesucht. Ja, ist doch kein Problem, dann hol den Abschleppwagen, hol den da raus. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Du wirst jetzt in den Knast kommen. Doch gar kein Problem. Wieso nicht? Ja, richtig. Ich bin jetzt in den Knast. Entschuldigung, Sie müssen nicht die ganze Zeit Ihren verschrumpelten Penis gegen Ihr Mundwerk schlagen. Ich hab wenigstens einen. Sie werden jetzt in den Knast kommen, weil es ist ein Tatverdacht und das werden dann 5 Wanted. Ist dann so ungefähr 3 Stunden oder 2,5. Dann kommst du halt wahrscheinlich raus und dann werden wir da wieder stehen und dann werden wir dich wieder in den Knast tun für 5 Wanted. Oh, mach du mal. Nö, du kommst nicht raus. Ich werde da extra dafür sorgen. Ja, das küsst ihn dafür. Ja, musst du dir nicht so auf dicke Eier machen. Ich Warum hab sowas von dicken Eiern. Das ist nur der Schlepp. Hoden, weil du langsam alt bist und deine Haut aufgibt. Könntest du gerne noch deinem Kollegen noch welche mit abgeben. Warum bist du so wütend? Fahr doch mal erstmal einen Gang runter, wenn du willst. Bin ich wütend. Das ist eine Affen. Du bist selber ein Affe. Nennst du mich Affe, weil ich ein Ausländer bin? Die alte Generation ist immer ein bisschen rassistisch. Oh mein Gott, du bist rassistisch, ne? Du weißt schon, dass die Türken auch mit aufgebaut haben, Deutschland. Deutschland aufgebaut, auch die Türken, ne? Du bist ein scheiß Rassist. Lass mich jetzt keinen Admin dazu holen. Also das gibt ein Perma eigentlich auch da. Scheiße gelaufen. Okay, das ist falsch. Okay, aber da im Stadtbach sind ein Haufen Rentner versammelt. Oh, scheiße. Nein! Oh mein Gott, ich ficke! Ich schwöre, ich ficke! Sir, ich bin Desmond Benjamin und ich bitte darauf, dass Sie bitte... Beschissen gelaufen. Entschuldigung, Doktor? Doktor? Ja, Doktor? Hallo? Ich würde gerne eine Pille haben. Doktor? Entschuldigung, Doktor. Ey, Mr. Rupert. So. Einmal für mich ein Pflaster. Dankeschön. Festgenommen. Sie machen erstmal gar nichts mehr. Aus dem Weg. Was? Ich wollte einfach nur kurz mit ihm privat reden, weil da drin geht einfach zu viel ab. Ist auf Bodycam, ne? Ja, das tut mir extrem leid. Einfach nicht. Entschuldigung, also kannst du mal ganz kurz die Fresse halten, Digga? Bleiben Sie erstmal ganz ruhig. Ich wollte mit ihm privat reden, weil was ist das für ein Service so? Die Behandlung war ja komplett für den Arsch. Ich habe mich da 10.000 Mal gemeldet und Sie sagen nichts und ignorieren mich. Ja. Was heißt Sie? Ja, sind Sie irgendwie geistig eingeschränkt? Digga, das ist so unnötig. Tisch, wirklich, du bist so ein hobbyloses Kind, Digga. Sag mal nicht so eine Lachnummer und halt die Fresse. Digga, ich miet mir jetzt einen Wagen und du kommst in den Kofferraum, Medic. Nimmst den nächsten noch fest, du nimmst den nächsten noch fest. Ach so. Was bist du überhaupt? Ich bin ein fliegender Adler, weil ich frei bin. Niemand kann mir irgendwas. Nein, ich bin machterhaben. Einfach mal ganz ruhig bleiben. Was ist jetzt hier vorgefallen? Ich bin eine MD. Du hältst mal ganz kurz die Fresse, Entschuldigung. Also, ich würde Ihnen einfach nur gerne einfach sagen, dass der Service von diesem Mann, den er mir angeboten hat, echt scheiße war. Ich habe ihn öfters mal angesprochen und er hat mich einfach ignoriert, obwohl ich ganz dringend ein Pflaster brauchte. Gesehen, dass
dass ich gerade jemand anderes behandelt hatte und gerade 5 Mackets verkauft hatte. Und wenn sie sich nicht ordentlich in der Reihe stellen kann, dafür kann ich nichts. Und sie mich jetzt festnehmen und die ganze an der Hand führen und an der Hand noch rennen. Also ganz komisch, ne? So, der einzige ganz komische bist du, Digga. Also wirklich, wer hat dir die Friese geschnitten? Hat dir jemand einen Topf auf den Kopf gemacht und einfach drumherum geschnibbelt, ey? So, Jungs, ihr kommt jetzt alle drei in den Knast und einen von euch stecke ich sogar in den Scheißkoffer. Jungs, ich versuche euch gerade ins Auto zu befördern, aber ihr seid alle ziemlich übergewichtig, ja? Pass mal auf, du Affe, Alter. Du bist auch ein bisschen übergewichtig, oder? Bruder, kannst du noch einmal den Buchstaben S für mich erwähnen, bevor du mit mir redest, ja? Ich hab doch gar nichts gesagt. Nein, ich meine den Hamster. Das ist Freiheitsberaubung. Der trollt in Gelb, Alter. Was ist das? Was ist denn bitte Trolling, der Herr? Warum machst du das jetzt? Hallo? Mann, das ist ja so unnötig. Das ist so hart Fail-AP, Alter. Kommt einfach mal runter, ja? Nimm mal einen tiefen Atemzug, nimm mal gegenseitig eure Pizza aus dem Arsch. Das ist alles normal, ja? In den Knast oder wohin? Also, das gibt natürlich erstmal 5 Wanteds, aber eventuell einen von denen würde ich gerne in den Fluss stürzen. Ja, kann ich den Fluss bitte? Nein, du nicht. Aber ich habe doch nichts gemacht, nichts Böses. Doch, du hast mein Spiel verrückt gegobbelt. Ja, aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ich war beim Arzt, ich habe mir ein Pflaster geben lassen, ich habe mir Medikament gegeben. Halt's Maul jetzt. Ach so, sie nehmen mich grundlos fest, rennen mit mir an der Hand. Ja, weil du kein Abitur hast. Und dann beleidigen sie mich noch. Warum beleidige ich sie denn? Ich habe doch nichts gesagt. Nee, der Herr in Gelb und sie auch. Nein, jetzt halt mal die Fresse kurz. So, freust du dich schon? Ja, ja. Ja, du zitterst nämlich schon, als hättest du einen kleinen Freude hier drin. Starke Officer, zeig mich mal den Dienstausweis gar nicht. Ja, Sir, sie wollen ja auch nicht, die haben ja nicht gefragt. Halt's Maul. Ich bin Janus, warum schlagen sie mich? Ah, sie schlagen mich nochmal, okay. Ja, Digga, du sollst Maul halten. Seine Anweisung war spezifisch, oder? Officer, ich wurde grundlos festgenommen, MMD. Aber echt? Niemand macht halt hier was. Kein Engel, kein gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht, ich war hier beim Arzt. Maul. Aua! Niemand mag dich. So, Carsten, was ist denn mit Carsten los? Helfen Sie mir! Du bist jetzt inhaftiert. So, du hast ja Glatze! Halt die Schnauze! Willst du in Einzelhaft, Kollege? Willst du, hä? Ja, komm! Digga, ich steck dir gleich einen MDler rein. Ich schwör bei Gott. Also, Sie sehen offensichtlich, wegen doppeltem Tatverdacht sind Sie jetzt hier drin. Das sollten Sie eventuell nicht mehr machen, Carsten. Ich meine, hoffentlich lernen Sie jetzt für die Zukunft, dass sie das halt keinen doppelten Tatverdacht mehr ausführen sollen, ja? Ey, du Drecksbulle, halt dein Maul jetzt. Ich will raus hier. So, man sieht sich, ne? Ah, guck mal. Da ist eine, die so schwarz angezogen ist. Entschuldigung, die Dame. Ja. Ich fand ehrlich gesagt die Flügel, die sie da haben, ziemlich cool. Und wow, sind das deine Freunde oder so? Weil die kommen jetzt gleich zu dritt zu mir, wenn ich mit dir nur rede. Okay. Was zum Fick hat er die gerade eben einfach mitgenommen? What the fuck, was? Top Schuhe, hat sich vielleicht mal mit dir auf einen Kaffee treffen. Ich bin verheiratet. Mit wem? Mit dem? Mit dieser Flachpfeife hier oder was? Das ist mein Ex-Mann. Und du chillst mit deinem Ex-Mann, obwohl du verheiratet bist. Was bist du denn für eine Dorfmatratze? Was hat das mit Dorfmatratze zu tun? Als Maul beschlossen. Sagt der Bastard. Was hat das mit Wasser zu tun? Behalten, Digga, krass. Genau so sieht's aus. Schau mal, dich kennt die ganze Insel. Du bist immer schön durchgereicht, ne? Als wäre es Pokémon-Karten. Wie ist dein Kontakt zu deinem Vater? Oh, Elternerwähnung, krass. Er kriegt jetzt gerade einen Steifen, weil er auf deinem Rücken ist. Der ist ja auch das doppelte Alter von ihr, muss man sagen, hier. Hallo? Kannst du kurz die Schnauze halten, Beta-Tier? Mal ganz kurz deine Hand haben. Nein, du kriegst meinen Sch*** gleich. Ich riss hier gerade eben die Frau von ihrem Ex-Mann einfach auf und du kannst mich mal kreuzweise. Entschuldigung, die Dame, sie rennt jetzt aber nicht von meinem Riss weg, oder? Digga, nerv doch bitte eine andere. Du kommst jetzt mal mit. What the fuck, man? Du kannst mich mal. Digga, what the fuck? Nein, ich muss mit dir alleine reden, okay? Ja, kannst du doch. Warum musst du mir das in Hand schenken? Ja, weil deine fetten Freunde einfach uns die ganze Zeit verfolgen, das stört voll. Junge, du hast mich Huren genannt. Denkst du, ich rede mit dir? Ja. Natürlich reden sie mit mir, hä? Nein. Scheiß Schuppe. Also, ich hole jetzt noch ganz kurz meinen Freund und dann sind wir mal kurz unter einem 6-Augen-Gespräch, wenn das okay ist. Und dein Ex-Mann kann zusehen, wenn er will, falls er so ein bisschen kacki ist. Mach dein Content woanders, du Troller, Digga. Jeder kennt dich, du Pebble. Wie jeder kennt mich. Ja, ich mach kurz OC-Talk, dass du Content Creator bist, ne? Ja. Komplett alles zerstört, Digga. Kenn ich kurz ficken. Wir reden doch gerade im Discord über dich. Krass, krass. Ich wüsste gern, wer bin ich denn eigentlich? Keine Ahnung, wie du heißt. Du bist ziemlich irrelevant, aber man kennt dich auf jeden Fall. Krass, aber relevant genug, dass ihr plötzlich über mein sogenanntes Ich redet, ist klar. Also, dass das auch gerade eben von deinem Ex-Mann war, der kann mit seinen posttraumatischen Belastungsstörungen schon woanders hin. Weil das war ja eine ganz komische Sache. Also, ich wollte mit dir eigentlich ehrlich gesagt nur über deine Flüge reden und du wurdest dann direkt weggetragen. Und du wolltest danach auch direkt schon nicht mehr mit mir reden. Weil mich beleidigt hast? Nein, da habe ich dich noch nicht beleidigt. Ziemlich sicher, weil das kam erst danach mit meinem Freund Desmond. Ja, okay. Die Dame, hören Sie mich? Ja. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich sie beleidigt habe. Passt schon, muss ich aber dafür in Handschellen sein. Wenn ich jetzt Kopfschmerzen bekomme, habe ich ein Problem, ne? Ich habe eine Tablette für sie, die ist ganz klein. Aber für einen Dreier wären sie noch offen, oder? Nein. Kannst du einfach nein sagen? Hast du meine Mähne gesehen? Ich glaube, er meint das nicht so schade. Ich glaube, wir haben hier schon eine kleine Prinzessin hier auf dem Beifahrersitz. So ein bisschen Princess-Treatment wäre hier, glaube ich, nicht ganz schlecht. Ja, ja. Wenn mein Boyfriend das sagt, ist okay. Also, Queen, Slay. Immer noch nein. Weißt du, ich habe einen Ring für dich gekauft. Okay, cool. Yo, Princess, wie geht's dir? Wunderbar, dir? Es tut mir auf jeden Fall nochmal leid, dass ich dich beleidigt habe. Aber weißt du, das passiert bei mir so ganz schnell, wenn ich so mitbekomme, dass solche hübschen Damen einen Freund haben. Bahnt sich das bei mir direkt an. Ich dreh direkt durch, weil wenn du einen Freund hast, wofür bin ich denn da, weißt du? Weil du
gehörst eigentlich mir. Nein, ich gehöre ganz bestimmt nicht dir. Wenn, gehöre ich mir selber. Doch, Stordi, irgendwann wirst du mir gehören, vertrau mir. Wer bist du überhaupt, dass du das sagen kannst? Ich bin Desmond Benjamin, mir gehört die Stadt hier. Noch nie gehört. Die City is mine, you know. Ja, ich ändere ständig meinen Namen. Das macht sie lustigerweise auch. Wie heißen Sie, die Dame? Frag doch deinen Kollegen, er kann auch meinen Namen rausfinden. Die Dame, wenn sie mich schon so persönlich bitten, wie kann ich da nein sagen? Einen hübschen Namen wie Ihnen, den finde ich doch gerne raus. Lass mich raten, Sie sind Chantal. Junge, was hast du eigentlich für eine Nase? Sicher ist jetzt? Ja, ja, wie die Nase eines Mannes. Darauf achtest du direkt, ne? Ich dachte mir schon. Schau mal, du lachst, das hättest du Sperma im Mund. So, jetzt lass mal rausfinden, du bist Laura. Ja, das ist auch ein Name. Kannst du jetzt mir mal meine Handschellen bitte abnehmen? Weißt du, das geht leider schwer, Laura. Boah, ich sag's euch, wenn ihr mich nicht zurückbringt, ich geh lieber an Arjay, als mit euch beiden noch Zeit zu verbringen. Yo, Laura, Xan, den Nachnamen müssen wir ändern, Princess. Ich möchte, dass du meinen Nachnamen annimmst, Princess. Also, Laura, ich bin sowas wie ein Zuhälter für Männer, weißt du? Ich hab dir jetzt hier ein Top-Schnittchen geholt, ja? Der dich wirklich besser behandeln würde als dein Drecksmann und dein Drecksehemann zugleich, ja? Mein Drecksmann und mein Drecksehemann zugleich, ah, okay. Ex-Mann, du weißt schon, du hast ja einen Ex-Mann, weil du ziemlich viele hattest, aber weißt du, jetzt kannst du vielleicht die Liebe deines Lebens finden und ich möchte dir persönlich einfach nur die Möglichkeit geben, einfach mal ein kleines privates Date mit ihm zu haben. Was sagst du dazu? Nein. Also entweder machst du das oder ich bring dich halt nicht zurück und du kriegst mal ein paar Stunden Knast, ne? Das ist Erpressung. Natürlich ist das Erpressung. Ich habe dir offensichtlich zwei Optionen gegeben mit einem Ultimatum, das schlecht ist. Aber ich habe gelogen. Ehrlich gesagt war das nie eine Entscheidung für dich. Du machst das trotzdem. Und Benjamin, riecht nach Fisch. Das riecht nach verdammte Scheiße, Princess. Dann fahren wir mal eine kleine romantische Runde. Wenn du am Ende des Gesprächs zu ihm immer noch Nein sagst und wenn er dich immer noch nicht aufgerissen hat, bringe ich dich zurück zu deinem Ex-Ehemann. Schau mal, es ist ein Sonnenuntergang. Ich werde euch auf einen schönen Platz bringen. My Princess. So, Laura, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Ich glaube persönlich so, das wäre vielleicht ein guter Anfang für das alles. Gibt nicht. Also, dein Name ist ja schon mal Laura Xan. Das ist doch schon mal etwas, oder? Wie kommt das X im Xan? Keine Ahnung. Wo ist dein Mann her? Wo kommt der her? Warum ist er nicht hier? Seine Princess wird einfach getaked und er ist einfach nicht da, verstehst du? Was ist das denn für ein Mann? Bei mir würde das niemals passieren. Ich würde dich beschützen. Kannst du eine andere beschützen? Darf ich dich unsittlich anfassen, Laura? Das kommt noch, Desmond, keine Sorge. Schau mal, ich habe euch zum See gebracht, ein echt schöner Fluss. Dann könnte man auch ein bisschen hier eventuell romantische Dates in Zukunft planen, mit dem Boot ein bisschen rausfahren. Laura ist einfach eine Majestic Queen, Digga. Man kann nicht so schnell an sie ran. Schau mal, Laura, Desmond ist der einzige Grund, weshalb ich gerade eben eigentlich dich nicht weiter beleidige, weißt du? Er ist der wahre Alpha, was soll ich dir sagen? Und du lehnst ihn ab, weißt du? Das bricht mir ein bisschen das Herz. Ich habe mal eine Frage, kannst du deine Stimmbänder vielleicht ein bisschen leiser stellen oder so? Laura, halt die Fresse. Oha! Schau mal, sie ist gekommen. Alles klar, Laura. Also ich glaube, du hast nicht ganz so Interesse bisher noch an Desmond. Dürfte ich dir eventuell noch eine Möglichkeit geben, dass du dich eventuell noch in ihn verlieben kannst, bevor wir das alles hier zu Ende bringen? Mach doch. Geh aus meinem Kopf, bitte geh raus. Also ich meine, war das nicht überzeugend genug? Nein? Alles klar, dann muss ich wohl mein letztes Ass rausholen. Er hat 30 Zentimeter. Junge, weißt du, wie oft ich hier schon zwangsverheiratet werden sollte und dann kommt ihr und ihr denkt, ihr schafft es? Laura, ich bin aber eine Person, die das wirklich schafft. Also ich meine das wirklich ernst. Ja, kannst du ja bei den anderen 20 Chires, die hier rumlaufen, probieren. Bei mir schaffst du es nicht, Kollege. Wetten, ich schaff das. Wetten, du schaffst nicht. Fahr zur Kirche. Alles klar. Wetten, ich schaff das, Laura. Um was wetten wir, dass ich das schaffe? Du darfst nicht vergessen, ich habe immer einen Ass in den Ärmel. Warum schreist du so? Damit du die Fresse hältst. Halt die auch so, merkst du doch. Keiner will. Ja, deswegen halt deine Fresse, Laura. Halt einfach. Guck mal, und dann, Kollege, dann soll ich ihn heiraten. Guck mal bitte. Ja? Hey, Kollege, nennst du mich schon mal nicht. Du nennst also, mich jemand. Also für mich klingt das schon wie mein Papa und meine Digga. Mama. Okay, Digger. Digger? Warum nennst du mich Digger? Weil ich dich jetzt diggere. Nein, du diggerst mich gar nicht. Du ehemannst mich jetzt. Nenn mich Baby. Nenn mich My Love. Okay, Bro. Laura, nenn ihn Babe oder du wirst zwangsverheiratet. Okay, Bro. Egal wie oft du Bro sagst, du wirst so oder so zwangsverheiratet. Das weißt du, ne? Ich lass mich scheiden und dann heirate ich mal wieder. Also, oh, Digger, ja. Bitte bring mich um, bitte. Nein, ist mehr Erlösung als dich zu heiraten. Nee. Du scheidest dich jetzt von deinem Mann? Nein. Doch. Laura, du fette kannst du mal ganz kurz zurückgehen. Laura, komm jetzt mit. Nein. Laura, muss ich jetzt einen Engel dazu holen? Mach doch. Mach es lieber freiwillig, sonst wirst du halt bestraft. Du scheidest dich jetzt von deinem Mann. Nein. Nachname Xan ist doch sowieso scheiße. Deiner ist besser, oder was? Du nimmst ja nicht meinen, oder? Relativ egal. Ja, das oder? Wünschst du dir, ne? Du stehst immer auf die Homosexuellen. Ganz schön komischer Fetisch. Ja, ich hole jetzt einen Admin dazu, jetzt reicht's mir, Digga. Gönn dir. Da, Laura, du hattest den einfachen Weg und den schweren Weg. Aber du musstest dich ja unbedingt für schwer entscheiden. Jetzt stehst du hier, kurz vor der Scheidung. Laura, du musst jetzt nicht in Traurigkeit versinken und einfach nicht mehr mit mir reden, Laura. Wir sind doch eigentlich ganz gute Freunde, weißt du? Ich will jetzt einen Admin, damit sie Angst bekommt. So, da ist auch schon der Admin. Wunderschön. Hier gab es einen Fall irgendwie. Mir wurde grob die Sache schon geschildert, aber magst du mir nochmal erklären, was hier los ist? Die Dame will sich nicht scheiden von ihrem Mann, obwohl ich sie mit einer Waffe bedrohe. Und das finde ich ein bisschen jetzt schlampig auch. Sie muss sich jetzt bis in einmal ganz kurz scheiden und mit mir heiraten halt. Für die RP-Situation. Weil wir machen gerade. Das ist nicht akzeptabel, ne? Ja, deswegen. Wenn du schon mit der Waffe bedroht wirst, sondern es geht halt um dein Leben, ne? Laura, ich mach dich jetzt frei. Du scheidest jetzt deinen Mann. Und dann heiratest du mich. Das ist lächerlich. Mach das jetzt. Ich habe einen Admin dazu. Schrei mich doch nicht an, Digga. Laura, schrei jetzt nicht. Schreist selbst.
unbezahlbar! Was passiert, wenn ich das nicht mache? Jetzt mal for real. Gibt's halt eine Strafe für dich, ne? Was für eine Strafe? Halt gegen Serverregel weg, was du ja dann machst. Die legt sich einfach mit dem Admin an. Heftig. Ich hab doch nur gefragt. Heftig, Digga. Ist halt dann, ist halt massives 4 AP, ne? Weißt du, Leute wie du zerstören einfach AP, Laura. Das finde ich auch nicht korrekt von dir. Yalla, heirate mich, nerv mich nicht. Rede mit wem anders. Laura ist jetzt meine Frau. Ich danke dir, Admin. Ja, gar kein Problem, ne? Ja, aber ey, wenn ich mich jetzt scheiden lassen will, ist ja meine Sache, ne? Nein. Was geht ab, Martin? Ich hab gerade geheiratet. Ja. Glückwunsch, Martin! Übrigens. Schrei nicht, Laura. Martin, bitte, Martin! Ich kann leider dem Herrn nichts tun, weil die Situation gerade hier ist. Laura, verstehst du? Ich bin hier der Motherfucker der Stadt. Verstehst du das? Interessiert mich ein Scheiß, was du sagst. Laura, du bist jetzt meine Bitch. Ein Scheiß bin ich. Was habe ich dir gesagt, dass du mich heiraten wirst? Egal, wie viele Leute das versucht haben, das hat nicht funktioniert. Warte mal, weißt du, was peinlich ist? Du musst einen Engel dazu rufen, damit eine Alte dich heiratet. Das ist schon übel. Trotzdem wirst du gefickt. Okay, wann ist euer RP hier eigentlich vorbei? Ich frag mal so. Wir machen jetzt noch Erotik-RP zusammen. Kannst dich annehmen, weil ich bin in Handschellen. Ja, aber du musst machen. Ich kann's nicht annehmen, ich bin in Handschellen. Hörst du zu? Danke. Oh mein Gott. Martin, Junge. Martin, hast du gerade meine Frau gef***t? Nein, tut mir leid. Martin, hast du gerade meine Frau gef***t? Oh mein Gott, nein. Martin, hast du gerade meine Frau gef***t? Ey, hör auf. Der wollte dich zum Sneaker machen. Idiot. Desmond Benjamin, merkt euch den Namen, Jungs. Hallo Laura. Hi. Wie geht's? Wunderbar. Laura, gib mir einen Kuss. Ich will das nicht, das muss ich Laura, du musst, das ist Heirats-RP. Laura, Sex du musst jetzt. Kein Sex bis zum Tod. Ja, wir sind verheiratet. Laura, küss mich. Gib mir einen Kuss, Laura. Komm, küss mich, Laura. Komm, ein Klemm. Was? Wie nein? Was bist du denn für eine Sch***e? Laura, wieso gibst du mir Flammen? Ist das dein Mann? Hilf mir. Laura, komm, gib den Kuss. Laura? Laura, rennen Sie nicht vor der Verantwortung, hallo? Sie sind die Ehe freiwillig eingegangen, oder? Laura, ah, das ist Ehemann, das ist der Ex-Mann, meine ich, oh Gott! Ey, kann jemand mal die Bitch da vorne festnehmen? Laura. Ja, Laura, wenn man halt nicht die Stadt kennt, ne? Wenn man halt frisch ist, dann muss man ab und zu halt den Boss kennenlernen, ne? Ja, Henry, du hast wohl echt ziemlich lange geht hier RP-Trolling. Als Maul, du lässt deine Frau... Du lässt sie sogar neu verheiraten. RP, Digga, chill da mal. Was ist denn RP? Hallo, deine Frau wird gef***t als Maulkackatron 9000. Ich mir gerade vorstellen, wie der mit seinem hässlichen blauen Headset da sitzt und Trolling macht. Hey everybody, an old man's talking. Einmal ganz kurz, nachdem ich die Facecam gesehen habe, Digga, geh mal zum Friseur, weil du siehst aus wie ein Schulkind. Wie viele Stille benutzt du eigentlich gerade? Durch die Stimme höre ich schon irgendwie, glaube ich, 300 Kilo durch. Kann das sein? 255. Ja, zwei oder drei Stühle. Ist doch noch wenig für ich dich. Ich habe gehört, du hast schon die Goldcard bei McDonald's. Ja, genau. Warum bist du eigentlich so ein Fanboy? Ich weiß nicht, der hat jedes Video von mir geguckt, ihr Mensch. Das sehe ich gerade zum ersten Mal, weil mein Kollege das im Discord gerade gesagt hat. Und deswegen sagst du Facecam und so alles? Ja, weil ich gerade dein Video gucke. Lutsch mir schon beinahe mein Sch*** direkt. Ich wäre vorsichtig, wenn ich du wäre, ja. Aha. Hendrik, kannst du mich beim Video festsehen, bitte? Junge, mich auch, hallo. Jungs, seit wann sind wir eigentlich so viele geworden? Nein, jetzt mal for real. Reicht jetzt, kann ich mich entscheiden lassen, oder? Das entscheidet Henry. Nein, du bleibst mit ihm zusammen. Hallo, Laura, du hast die Liebe deines Lebens gefunden. Dein Ex-Mann konnte dich nicht befriedigen, der war irgendwie ein bisschen homo. Welcher Ex-Mann? Guck mal, sie gibt es zu. Wie viele hattest du denn, Laura? Zwei. Das ist gelogen. Ich habe schon einen dritten heute mitbekommen. Laura, wurde heute bitte... Oh mein Gott, warum denn schon wieder, Hatschell? Laura, weil du dich einfach nicht beruhigen kannst. Warum suchst du dir immer die Scheißmänner aus? Da muss ja Desmond dein erster Guter sein. Ja, ich bin mit dem da verheiratet, siehst du? Dadurch erfährst du das erste Mal Liebe. Ich hab dich mir ausgesucht. Lukas, du warst ein toller Ehemann. Im Gegensatz zu dem warst du toll. Deine Schlampe. Also, Laura, wie geht's? Warte jetzt mal fertig. Nein, ich bin noch nicht fertig, hallo? Du wirst hier von 5 verschiedenen Männern rangenommen und hast auch nicht gefragt. What the fuck? Digga, was laberst du für einen Drecksbullshit? Laura, du musst erstmal runterkommen, ja? Lukas. Laura hat einen geilen Arsch. Ey, könnt ihr jetzt mal hier fertig werden? Ich hab noch Besseres zu tun, als mit euch abzuhängen. For real. Nee, sie hat echt was Besseres zu tun. Ja, stimmt. Bisschen Steine farmen heute noch. Laura, ich glaube, deine Gebete werden einfach endlich erhört, weißt du? Du wolltest doch schon immer ein privates Date nur mit mir alleine, oder? Ja, keiner mag dich. Oh, Laura, und das von dir? Laura ist einfach nur geil. Ja, dauergeil. Ups, da war ein Baum. Kann ich kurz was fragen? Dann geht das noch hier so ungefähr. Wie lange du willst, Laura? Ich mach das nur für dich. Ja, kritisch gerade. Kritisch gerade, alles klar. Doch Menschen, die haben Privatleben. Ja, wenn du ein Privatleben hast, dann verlass doch. Das ist doch nur ein Spiel. Ja, gar keinen Bock auf RJ. Achso, stimmt, weil RJ ist viel... schlimmer als dein privates Leben dann. Also der Grund, warum ich im RJ bin, dann schon. Dann rege ich mich noch mehr drüber auf, als dass ich mein Privatleben kurz schleifen lasse. Definitiv, ja. What the fuck, Digga? Was laberst du für ein Drecksbullshit? Achso, dann gibst du zu, dass dein Spiel dir wichtiger ist als dein Privatleben gerade. Ja, ja, klar, immer doch. Laura wiegt 300 Kilo. Bring mich einfach in Hubs, okay? Laura ist einfach nur ein... Ich hab schon von Anfang an gesagt. Dann hab ich von ihren 5 Ex-Männern gehört und dann war es mir gereicht. Du bist ein bisschen wütend, hab ich das Gefühl. Ja, bin ich auch. Du tust, als ob wir dir in dein Gesicht scheißen die ganze Zeit. Ist so, das hat doch nur dein Ex-Mann gemacht. Alles klar, Baby Girl. Hätte irgendjemand erwartet, dass diese Princess noch heute meine wird? Ich weiß es nicht. Ich werde dich schlagen, bevor du schlafen gehst. Denn nur wahre Könige schlagen ihre Frau. Alright, Laura, ne? War schön mit dir. Ich hoffe, du hattest echt eine schöne, angenehme Zeit. Das habe ich gerne für dich gemacht. Oh, mit offenen Haaren siehst du tatsächlich noch viel hässlicher aus. Bin ein großer Fan von dir, Laura. Und sie ist weg. Alright. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ich gerne vergessen, ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich bin euer Randy Gurke, das ist Manity, mein Boy. Ah. Und ich bin raus für heute. Adios.
just live with dein Tanktop.